Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Wir befinden mich immer noch bei der Centaur Quest, kann man sagen. Die haben wir aber längst geschafft und haben die Schnatzer gefunden. Ja, und jetzt geht's weiter mit der nächsten Quest und zwar werden wir mal Ominous aussuchen, um zu sehen, im Schatten der Freundschaft, wie es da so weitergeht. Wir haben Sebastian ja ausgeliefert und ich weiß jetzt nicht, was da jetzt noch groß passiert eigentlich, muss ich zugeben. Aber irgendwas wird da schon passieren. So, wo müssen wir denn hin? Müssen wir nach Hogwarts? Wahrscheinlich will er mich treffen unten in den... Nee. Hä? Ja, wo will er mich denn treffen? Na gut, gehen wir mal dahin. Ich will mich ja da irgendwo treffen, ich weiß es nicht. Was er genau von uns will. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Wieder mal auf Abenteuertour? Ich hätte mich doch garantiert in der Kammer hier in der Krypta treffen wollen, oder nicht? Würde ich behaupten. Revelio. Na gut. Hätte ich auch einen schnelleren Weg finden können, aber zu spät. Da waren wir schon. Revelio. Langsam haben wir fast alle Geheimnisse entdeckt hier, die es zu entdecken gibt, glaube ich. Klingelt zumindest nichts mehr. Noch einen runter, ne? Ja. Ich sage ja immer, Reisen erweitern. So, ab in die Krypta. Boah. Und dass nur wir das gefunden haben, ne? Kein anderer in Hogwarts hat es gefunden. Nur wir. Komisch. Danke fürs Kommen. Ominous, ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Sebastian? Er wurde der Schule verwiesen und steht bald im Ministerium vor Gericht. Obwohl Anne ihn ausliefern wollte, ist sie jetzt hin und her gerissen. Ich kann verstehen, wie sie sich fühlt. So sehr wir uns alle wünschten, dass Sebastian für seine Taten bezahlt. Ohne ihn ist es einfach nicht dasselbe. Es fühlt sich falsch an, ohne Sebastian hier in der Krypta zu stehen. Ich weiß, was du meinst, aber er verdient seine Strafe. Sebastian hat es sich selbst zuzuschreiben. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten. Das haben wir. Ich wünschte nur, es wäre anders gelaufen. Konntest du Sebastian erzählen, dass Rookwood Anne verflucht hat? Ja. Blake hat mir erlaubt, kurz mit ihm zu sprechen. Zuerst wollte er es nicht glauben. Dann erkannte er, dass alles Sinn ergab. Leider wuchs seine Wut nur noch mehr. Auf Kobolde und schwarze Magier. Anne war auch schockiert. Aber natürlich war sie erleichtert, die Wahrheit zu erfahren. Das brachte ihr etwas Frieden. Das ist schön zu hören. Sie verdient ihren Frieden. Ja. Sebastian war mein bester Freund. Ich kann mir Hogwarts und alles nicht ohne ihn vorstellen. Ich weiß, dass ihr beide euch nahe standet. Nicht nur, was die Suche nach einem Heilmittel für Anne angeht. Er hat nie Einzelheiten genannt, aber ich weiß, es war wichtig. Er bedeutet uns beiden viel. Ich hoffe, ich kann ihm das eines Tages selbst sagen. Wir hatten zwar einen etwas holprigen Start, aber du hast dich bewährt. Als Freund. Dankeschön. Ich bin froh, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Revelio. Diese Sache mit dem Skriptorium hängt mir noch ziemlich nach. Nie wieder. Okay. Auch erledigt. Abgehakt. So, gucken wir mal weiter auf der Karte.
Vasenmanöver, das können wir noch machen. Diabolischer Schlüssel und ein seltener Vogel. Hm. Wir machen, glaube ich, mal Weasleys wachsamer Blick. Mal sehen, was die von uns will. Das geht ja bestimmt um die ZAGs. Aber da müssen wir ja trotzdem mal durch. So. Wollte jetzt nicht so weit weg sein von da, oder? Könnte man noch relativ schnell rüber flunschen. Revelio. Ich hätte schon wieder das Klingeln, aber ich weiß nicht wo. Hier hinten? Na, das war hier hinten irgendwo. Da höre ich ja schon wieder. Das ist so geil, dieses Klingeln hört man dauernd. Was soll das denn werden hier? Da mag ich aber nicht durchgehen. Ach so, es soll der Stinksaftgeruch sein, okay. Selbst Ferdinand Octavius Pratt hat einen guten... Revelio. Okay. Gut gefahren. Es erfreut unsere steinernen Herzen, von solcher Arroganz umgeben zu sein. Die ist auch noch die Beste, aber irgendwie Leber über uns. Dass sie nicht von ihrer Fangzähne gerade gefressen. Kommt sofort, hier noch eine Quest ist irgendwie. Was ist die weiter oben? Ich hol die mal. Ich guck mal ganz kurz, ob wir die auch noch annehmen können. Ist ja weiter oben, wie man sieht. Da fangen wir mal. Und was soll ich jetzt machen? Verzeihung, ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Es waren nur noch zwei Glocken übrig. Aber sie musste ja alles verderben. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wer ruiniert alles? Und welche Glocken? Professor Black hat Mr. Moon befohlen, die Glocken im Glockenturm abzunehmen, weil sie ihm Kopfschmerzen bereiten. Sie gehören zu Hogwarts. Das wollte ich nicht zulassen. Also bat ich meine Freundin Adelaide, mir zu helfen, sie wieder anzubringen. Wir waren schon immer ein Duo. Adelaide und Evangeline. Eddie und Evie. Naja, alles lief prima, bis Black plötzlich Fragen stellte. Da war sie mit unserem Regelbruch nicht mehr einverstanden. Und weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, welche Glocke wohin gehört. Vielleicht kann ich beim Aufhängen der Glocken helfen. Ja, schon. Das wäre wunderbar. Die Glocken sind im Glockenturm, direkt über dem Musikraum. Du bist eine größere Hilfe als Adelaide. Nee. Jetzt wollen wir erstmal hier den Glockenturm. Warte mal. Ich schätze mal, die Glocken sind im Glockenturm. Das haben wir ja schon gemacht. Vielleicht können wir die einfach direkt abgeben. Die Glocken hängen wieder, Evangeline. Ach, guck mal. Du machst der Schule alle Ehre. Ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Und dass der Schulleiter sie hört. Ich würde gern sein Gesicht sehen. Künftige Generationen wissen deine Tat vielleicht nicht zu schätzen, aber ich schon. Und ich hoffe, du auch. Du weißt ja nicht, wie viel das bedeutet. Mir. Doch, das bedeutet richtig viel. So. Sollen wir hier wieder gehen? Oh, easy. Ging ja. War eine schnelle Quest. Und auch gut, dass sie schnell war. Eigentlich haben wir gar keine Zeit. Du bist Weasley und ich glaube, sie geduldet es nicht, wenn man zu spät kommt. Judo-Rolle! Revelio. Haben wir schon, okay. Halt! Irgendwo höre ich doch einen Schlüssel. Hat sie auch einen Schlüssel gehört? Revelio. Was haben Sie jetzt vor? Ich habe Schlüssel da draußen gehört. Ich weiß nicht, wo der war. Gehört? Draußen, ne?
Revelio. Ich kann tatsächlich auch sehen, den Schlüssel denn, wenn man sowas macht, aber ich sehe den nicht. Da hast du zumindest noch eine Quest, die können wir nochmal mitnehmen. Ich glaube, ich bin hier irgendwie auch richtig. Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Den Koboldaufstand von 1752 mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden Folgen für die Zaubereimühlenindustrie befassen. Tatsächlich wissen wir, wie viele genau. 632. Doch Geschichte geschieht außerhalb des Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen. Ach du Scheiße. Und jetzt begeben wir uns zur Eingangshalle des Glockenturms. Sie wurde gemeinsam mit dem Rest des Schlosses im späten Mittelalter fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme darüber sind mit einer Vielzahl interessanter Artefakte ausgestattet. Ja. Revelio. Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? Ich, das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, willkommen. Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zaubererräte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind aufrührerisch. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit, der Hässliche. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor, der Prahler. Sagten Sie Brackbor? Den Namen kenne ich. Lodgok meinte, er wäre ein Vorfahre von Ranrock. Wohl bekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten. Wo waren wir? Oh ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbald Weft. Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Interessierte Schüler können ihn hier in der Eingang. Revelio. Sammle die Handbuchseiten zu Grimbald Weld, okay. Bin schafft es, dass die interessanteste Schule der Welt richtig öde erscheint. Sammle die Handbuchseite zu Grimbald Weft. Ja, wo ist sie denn die? Hallo. Dieser Grimbald Weft klingt recht hilfsbereit. Aber ein Held der Rebellion? Revelio. Nichts auf der Welt ist so magisch wie... Dieser unscheinbare Fleck soll der Ort sein, an dem der erste erfolgreiche Einsatz von Bombarda stattfand. Schätze, erfolgreich ist hier relativ. Das war, ist nicht mehr am Leben. In all den Jahrhunderten... Können Sie mir sagen, wo ich Grimbald Weft finde? Ah ja, Grimbald Weft. Flink mit Nadel und Faden. Er ist ein faszinierendes Relikt des Koboldes. Er ist ganz in der Nähe. Er hockt in seiner Kiste. Mal sehen. Grimbald Weft. Ich liebe alte Geschichten. Ich bin sicher, dass er hier irgendwo... Revelio.
Ich sehe, Sie haben Grimbert Weft gefunden. Ja, es hat Spaß gemacht, ihn zu suchen. Der Nervenkitzel akademischer Unterfangen. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren. Soll ich machen? Ein Gefolge treuer Ritter leistet seine ewige symbolische Wache über den Glocken. Revelium. Statuen von Rittern. Nur damit Sie mich recht verstehen. Sir F. Paddle. Aufmerksame Schüler können die Statue von Sir F. Paddle von. Er hat seinen Ruhm weder durch seine Duellierkunst noch. Professor Binz, ich habe Sir. Sehr gut. Leider war Sir F. Puddles Freundlichkeit sein Verhängnis. Er starb bei dem Versuch, sich mit einem Basilisken anzufreunden. Wie dumm. Auch er war so beliebt, dass selbst einige Kobolde. Das kam bei den anderen Kobolden natürlich nicht gut an, denn die meisten von ihnen wollten nicht um einen Zauberer trauern. Schade, dass sie nicht miteinander auskommen. Die Geschichte pflegt sich zu wiederholen. Sie ist eine Reihe von Mustern, was sowohl beruhigend als auch beunruhigend ist. Kluge Schüler wie Sie werden. Unterricht und Geschichte der Zauberei. Puh, die war auch sehr extrem langweilig. Geschichte wird von denen geschrieben. So, jetzt müssen wir leider nochmal die Quest anmachen für Weasley, wo wir eigentlich hin wollten. So. Dann lass mal hin. Ja, machen, sagt man. Zumindest sage ich das gerne. Scheint so, als wären wir einmal wieder auf einer von Winds Mitteljagden. Halt! Kann ich sie auf die Karte einzeichnen hier? So, ich muss nochmal dahin. Ey, das gibt's doch gar nicht. Lässt man sich so leicht ablenken durch alle möglichen anderen Scheiß, der da im Weg kommt. Ich will nur zu dieser einen Quest hin. So. Hier ist wieder der Rotzgang, Stinkgang. Ungerecht, dass ich ausgerechnet hier. Komm wieder runter. Naja, so hat man jeweils ein paar Aufträge wieder abgeschlossen. Trotzdem? Revelio. Oder ist es nur das Ding, was aufgeht? Anscheinend. Ich dachte, das wäre Schlüssel. Ja, okay, das ist das die ganze Zeit. Okay, okay. Ohne Sie wäre Hogwarts wohl verloren gewesen. Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings. Wir haben nicht mehr gesprochen seit... Ich weiß, dass Sie Professor Fig sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Vielen Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Es gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Dass Sie es sogar geschafft haben, Professor Blacks Hauselfen zu helfen. Woher? Es ist schwieriger, hier Geheimnisse zu bewahren, als man denkt. Ich bin froh, dass Sie in Miss Sweeting eine so gute Freundin haben. Schön, dass sie mehr Kontakt zu ihren Mitschülern aufnimmt. In letzter Zeit wurden in der Nähe offenbar Schnatzer gesichtet. Wenn man den Zentauren glauben darf, stecken zwei Hogwarts-Schüler dahinter. Ich bin nicht sicher, worauf. Schon gut, nicht der Rede wert. Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Darf ich es sehen? Natürlich. Oh oh. Ist ja noch nicht vollständig.
Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Ich sehe hier Fortschritte, aber ein großer Teil des Handbuchs muss noch vervollständigt werden. Zum Glück haben Sie noch Zeit, um sich auf die ZAGs vorzubereiten. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht getäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor. Für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. Also, vielen Dank für Ihre Eule. Freut mich. Ferris Ball und Zauberer. Zu hören, dass unter den neuen Siebklässern eine Reihe von Schülern ist, die sich für eine Kira-Mission interessieren. Natürlich werden ihre Zeugnisse letzten bestiegen, aber ebenso wertvoll für unsere Einstellung. Aufgrund ihrer Erfahrung mit uns verfügen sie über eine einzige Perspektive. Okay. So. Rebellion. Warte mal. Confrigo! Revelio! Das bringt nichts. Schade. Wirklich wunderbar, dass sie so in Kräuterkunde aufblühen. So, haben wir auf jeden Fall schon ein paar Handbuchseiten wieder. Und jetzt? Was ist jetzt dran? Der Hauspokal. Es sollte ein Jahresabschluss sein, eine Großheilung. Aber dann muss ich auf Stufe 34 sein. Okay. Dann machen wir jetzt mal. Poppy blüht auf. Rebellion. Wieder mal auf Abenteuertour? Yes. Dann lass mal hin zur Großheilung. Und wir gehen einfach die Wege hier allgemein durch, damit wir. Falls wir irgendwas übersehen haben, nochmal hier. Das Ding können wir auf jeden Fall auch mal machen. Levioso. Rebellion. Okay. Huch. Was glitzert hier? Was ist das? Rebellion. Muss hier sein. Alter, man hört dieses Klingeln die ganze Zeit und denkt sich, wo ist diese Scheiße? Rebellion. Okay. So, lass mal hin zu Poppy. Na los, geh auf. Das Rätsel war ja nicht so schwierig damals, das Brückenrätsel. Die haben wir schon aufgemacht. Ich finde, dann müsste er das nicht mehr anzeigen, gelb, wenn man die aufgemacht hat. Das ist ja eigentlich Quatsch. Obwohl, gelb bedeutet, dass wir aufgemacht haben wahrscheinlich, ne? Aber trotzdem. Wir haben noch ausblenden können. Rebellion. Tja, du hast dich als ziemlich heldenhaft herausgestellt. Ach, da hinten ist noch so ein Ding. Jetzt, wo ich meine Koboldsteine wieder... Levioso. Revelio. Man läuft hier rum, macht die ganze Revelio, 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 macht nichts anderes als einen Zauberspruch zu machen, aber egal. Levioso.
Revelio. Das klingelt hier aber was. Das Hogwarts-Wappen, okay. Hier fehlt ein Schlüssel. Ach, guck mal, haben wir gar nicht. Den haben wir scheinbar hier hingejagt, aber haben nie aufgemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Hausmarken wir schon haben. Nur so nebenbei. Kann man es irgendwo sehen? Doch, bestimmt, ne? Kurz im Inventar gucken. Da, 11. Wie viel brauchen wir davon? 12, glaube ich, ne? 12 Hausmarken. Oh, fehlt uns noch eine. Gut. Wenn wir auch noch finden. Filberts Gedichtband. Brauchen wir jetzt nicht. Oh, hier können wir auch noch was. Oh, was haben wir denn da erreicht hier? Großartiges. Ah, da. Handbuchseiten. Belohnung für Erscheinungsbild, okay. Gut. Dann lass uns mal gucken, was Poppy jetzt von uns will, ne? Lesen kann so magisch sein wie zaubern. Warum begreifen Schüler das? Hallo, ist noch ich bin's, Gareth. Hast du mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mich schon mit der Fupa-Feder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Whispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Ein zischender Whispy? Du und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Whispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es ein Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest einen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Klingt nicht allzu schwer. Und wer will nicht gern zum Honigtopf? Ah, genial. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als erster mein neuestes Gebräu probieren. Vielleicht kann Amnit mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. Okay, aber das machen wir erstmal zu Poppy. Mann! Das war das mal als erstes, ne? Poppy. Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth besorgen, damit er sein Gebräu fertigstellen kann. Revelio, eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Da ist auch noch irgendwas hier. Hier ist auch noch ein Schrank. Wo wir auch schon mal Schlüssel hingejagt haben. Perfekt, passt doch. Wunderbar. Das sollten alle sein. Ich glaube, es gab 12, ne? War es nicht so 12? Oder gab es 16? Oh, ich weiß es nicht mehr. Revelio. Na, guck mal hier. Ach man, es gibt so viel zu entdecken hier in diesem Spiel. Das ist der Hammer. Guck mal, er hier auch. Lumos. Das sieht aus wie die... Oh, das ist in der großen Halle. Den holen wir schnell mal. Na los, komm. Ja, wenn wir schon da sind, können wir es auch machen, oder? So. Hier, das ist, da können wir noch nicht machen, weil ich glaube nicht, dass das jetzt geht. 24. Vielleicht später. Ob ich hier noch was anderes probieren? Trinken. Kann ich nicht anzünden, okay. Dann lass mal Poppy reden. Revelio. Mann, hier leuchtet auch nichts mehr. Ah, genau dich wollte ich sehen. Dorin hat dich also endlich überzeugt, die Schnatzer zurückzulassen.
Wenn jemand sie vor den Wilderern beschützen kann, dann die Zentauren. Und ich wollte dir danken. Als die Wilderer uns angriffen, war ich... Es war schön, nicht allein kämpfen zu müssen. Natürlich. So etwas tun Freunde doch füreinander, oder? Das stimmt wohl. Gut, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Es ist jetzt schon mein bestes Jahr. Ich will natürlich keine zweite Hornschwanzhalle, aber die drei Besen haben mir gefallen. Ich wusste gar nicht, wie hübsch es dort ist. Was? Du warst noch nie in den drei Besen? Ich habe früher viel Zeit mit Wolkenschwinge verbracht. Und wer weiß, was Sirona davon hält, wenn ein Hippogreif auf ein Butterbier vorbeischaut. Wolkenschwinge ist die einzige, mit der ich hingehen würde. Oder Oma. Hm. Da spricht nichts dagegen. Wolkenschwinge ist toll. Das ist sie. Aber ich komme langsam auf den Geschmack menschlicher Freunde. Es war schön, über meine Eltern und Oma zu sprechen und Wolkenschwinge zu teilen. Es war mir eine Freude, Poppy. Halt dich aus Ärger raus. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir haben uns schon zweimal mit Wilderern angelegt. Durch dich komme ich langsam auf den Geschmack. Und mit den Zentauren als Verbündete könnte ich sogar nach Ärger suchen. Sie ist ja eine da. Wir sollten uns bald mal auf ein Butterbier treffen. Das machen wir. Rebellion. Gut. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Ne? Wir gucken, was wir noch da haben. Ach, guck mal, 16 Schüsse brauchen wir. Wir haben 13 Schüsse gefunden, 16 brauchen wir. So, dann machen wir das hier mit dem Descendium für Süßes. Klingt nach einer netten Aufgabe. Auf geht's. Wie ihr seht, haben wir 70%. Ist noch nicht so viel, aber wir haben schon 70% geschafft. Irgendwas ist hier doch, wo wir noch was machen können. Genau, das Rätsel hier. Das machen wir auch nochmal schnell. Zeig mal. 7 und 9 sind 16, also brauchen wir die 8. Das ist die Spinne. Die Spinne ist beim einen normalen Fragezeichen. Die Spinne. Und unten, was ist da? 11 und 0, also brauchen wir 1. Nee. Doch. 11 und 0, da brauchen wir das Dreier geht. Das ist der dreiköpfige Drachenkopf. Gut. Rebellion. Mehr ist ja nicht. Gut, gut. Langsam lösen wir alle Rätsel hier. Wir müssen in diese Richtung. Da ist noch eine Seite, die da rumflattert. Ach hier. Hey, was klingt schwer? Rebellion. Das wird auf jeden Fall lauter. Da sitzt ein Nippler. Sieht doch ganz cool aus. Hier was drin? Was ich übersehen habe? Ne. Jetzt mal hoch. Hier was übersehen hier. Was ist da oben? Da wahrscheinlich. Am Anfang der Treppe hier. Rebellion. Ja. Trotzdem haben wir das andere noch nicht gefunden. Gucken, ob wir das finden hier. Einäugige Hexe. Das Rätsel, haben wir das noch nicht gelöst hier? Doch, haben wir doch schon. Gut. Rebellion.
Okay, hier haben wir noch nichts gefunden. Jetzt höher, wir gehen mal kurz hier reingucken. Also ich weiß, hier ist es nicht, aber... Okay, wir müssen doch einen höher. Das ist schon cool gemacht mit der Treppe, echt. Bombarda! Confringo! Lirioso! Akio! Rebellion! Ah. Finde die Statue oder einäugigen Hexe. Statue oder Gemälde? Was meint er denn damit? Statue. Müssen wir hier mal hochgehen? Ja, ich glaube, ich bin hier verkehrt, aber egal. Rebellion. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich glaube, hier haben wir schon alles abgegrast, was es abzugrasen gibt. Ich glaube, wir müssen wieder runter. Da oben sind noch Truhen alles, aber da waren wir ja schon oben. Gut. Viel mehr gibt es da oben auch nicht, ne? Ist alles... Auf. Ja, dann müssen wir nochmal runter. Hm. Rebellion. Statue der einäugigen Hexe. Oh, ist das gruselig. Ich dachte, ich falle gleich runter, aber das kriege ich natürlich nicht. Ich bin einfach den verkehrten Weg gelaufen die ganze Zeit, aber so habe ich jetzt noch ein paar Seiten bekommen. Was auch wichtig ist. Hier vielleicht. Rebellion. Hier nicht. Da, da drin vielleicht. Okay, dann müssen wir einmal im Kreis laufen hier. Das scheint die richtige Statue zu sein. Was war das Passwort? Descendium. Lustig. Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Ich nicht. Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Repar! Das scheint gewirkt zu haben. Na, das werden wir benutzen. Revelio. Auch gruselig, ne? Ein bisschen? Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Hm. Ein paar Geheimnisse entdecken hier noch? Oder was? Wir sind von hier gekommen, ne? Ja, wir sind von hier gekommen, okay. Das ist jetzt ein neuer Geheimgang, aber das war's gar nicht. Kleine Abkürzung vielleicht. Noch nicht.
Levioso! So. Revelio. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. Levioso! Ah, warte. Reparo! Levioso! Revelio! Ein paar Trücher da hinten. Confringo! Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Levioso! Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Das da, aber kann man das irgendwie... Ah, warte mal. Akio! Jetzt vielleicht? Levioso! Das hat geklappt. Okay. Hier muss der Ausgang sein. Revelio. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Confringo! Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Meine Ausrüstung sind voll? Oh, oh. Guck mal, was wir irgendwas hier haben. Wer kann... Ausrüstung. Ja, das müsste reichen, oder? Ja, jetzt kein Highlight, aber was soll's. Das war ein Honigtopf. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ach so. Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth? Da. Gut. Ich habe die Billywick-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Kann ich meine Karte zurückzahlen? Das ist ja einfacher, als wenn ich den ganzen Weg wieder dahin gehen muss, oder? So. Revelio. Da ist noch so ein, das gehen wir noch mal, da gehen wir noch mal rein. Hallo, wo sind? Dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer. Halt! War hier unten? Aber warum?
Ich muss ganz kurz hier runterlaufen. Hier irgendwo ist hier was. Revelio. Komisch. Hier höre ich das? Ein leichtes Klingeln? Da unten? Warte mal. Drüben? Revelio. Tatsächlich nicht. Komisch. Na gut, ich finde es nicht anscheinend. Baum vielleicht? Die Richtung? Ja, auch nicht. Na gut, ich weiß jetzt nicht, was es ist. So, zurück hier. Revelio. Hoch. Da. Hallo Gareth. Ich habe die Billywick-Stachel. Du hast sie. Fantastisch. Gerne doch. Genial. Kann's kaum erwarten. Gut. Super. Abgeschlossen. Aber ich würde sagen, das war's auch für heute. Es gibt noch 32 Nebenquests nebenbei. Wir haben noch 16 erst geschafft. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.